Verehrte Damen und Herren, ich werde über Covid-19 reden, als Mitgründer einer der drei Firmen, die unmittelbar vor der Zulassung stehen. Aber ich will das in einem größeren Zusammenhang geben. Ich möchte mit Ihnen kurz einen Technologie-Paradigmenwechsel besprechen. Das Impfstoffformat beginnt zu wechseln von bewährten Protein auf Messenger-RNA-Formate. Um was dreht sich bei diesem Paradigmenwechsel vom Lebensmolekül-Protein, wechselt der Impfstoff auf ein Lebensmolekül-Messenger-RNA, welches nichts anderes ist als ein kurzlebiger Bauplan der Geninformation, der kurzfristig gemacht wird, um Protein nach dem Spiegelbild der Geninformation zu synthetisieren. Und das ist das Wesen. Wir geben nicht Eiweiß, sondern wir geben Messenger-RNA, die für Eiweiß kodiert und die rasch zerstört wird. Und das ist unser Wirkstoff. Und diesen Wirkstoff, mRNA, der für Impfantigene kodiert, geben wir dem Patienten, damit der Patient selbst seinen Impfstoff macht. Die Natur hat es so eingerichtet, dass ein Gen, wenn es aktiviert ist, eine kurzlebige Bauplan-mRNA macht, die sofort zerstört wird. Wenn wir das therapeutisch nutzen wollen, um Patienten zu veranlassen, therapeutische Proteine selbst zu synthetisieren, müssen wir diese Moleküle stabilisieren. Und durch eine Vielzahl von hochintelligenten, aus der Grundlagenforschung kommenden Veränderungen kann man das stabilisieren, sodass wir und andere heute Messenger-RNA-Konstrukte herstellen, auch kommerziell nutzen können, die bis zu 2 Wochen die Information in Protein übersetzen. Wir werden daher mit Gottes Hilfe Mitte November auch bei der Food and Drug Administration einreichen können. Dieses alles mit der gebotenen Vorsicht, die man walten lassen muss, wenn ein Bär noch nicht erlegt ist und die Haut noch nicht an der Wand hängt. Aber es hat bisher noch keine präklinisch-klinisch überzeugende Impfstoffentwicklung gegeben, die dann nicht in die klinische Zulassung gegangen ist.